destination des doctorants franco-allemands, l'objectif c'est vraiment de les préparer à leur insertion professionnelle par des exercices pratiques et notamment les entraîner à communiquer vers un public non scientifique, entraînement à vulgariser leur projet de recherche, valorisation des compétences également, c'est une thématique très importante, et les inciter également à regarder de part et d'autre du Rhin en termes d'emploi. Ich halte es für eine ganz wichtige Rolle, derartige Veranstaltungen zu unterstützen, um die Erfahrung zusammenzutragen und auch die Gelegenheit einfach zu geben, für junge angehende Führungskräfte sich vertieft mal mit dem deutsch-französischen Aspekt auseinanderzusetzen. Auch gerade diese Mischung zwischen, wie sieht ein Lebenslauf aus, interkulturelle Kommunikation, dann die Bewerbungssituation durchlaufen, also wirklich sich 4 Tage hintereinander damit zu befassen, ist, glaube ich, wieder ein Streich. Je pense que vraiment, c'est une opportunité vraiment assez formidable qui est donnée par l'OFAGE de mettre des doctorants avec une formation très académique en relation avec des professionnels qui ont aussi un regard très différent de celui qu'on a généralement lorsqu'on est évalué dans le monde académique. Ich finde es toll, dass man die Chance bekommt als junger Wissenschaftler oder Studienabgänger, bevor man in ein Bewerbungsgespräch geschickt wird, mal mit professionellen Leuten zu sprechen. Wie präsentiert man sich? Was sind eigentlich die wichtigen Punkte in so einem Bewerbungsgespräch? Und da professionelle Hilfe zu bekommen, ist eine tolle Sache. Des Weiteren finde ich auch den interkulturellen Austausch, also dass man auch sowohl professionelle als auch andere Doktoranden aus anderen Städten, anderen Fächern kennenlernt. Super. Ich habe vor allem 2 Sachen gelernt. Das erste war, meine Arbeit einem nicht wissenschaftlichen Publikum beizubringen, zu erklären, so dass es auch wirklich verstanden wird, was eine wirkliche Herausforderung war, weil das nicht das alltägliche Leben ist. Und die zweite Sache war doch die französischen und deutschen Unterschiede im Bewerbungsverfahren, die auch rausgehoben wurden, worauf Frankreich mehr Wert legt und worauf Deutschland mehr Wert legt. Und die Interkulturalität steht heutzutage immer mehr im Fokus. Dabei wird vor allem auf Länder wie USA oder englischsprachige Länder vor allem eingegangen. Es ist aber auch wichtig, innerhalb von Europa die Beziehungen zu erhalten und zu stärken. Und gerade Deutschland und Frankreich hatten schon immer enge wirtschaftliche Kontakte. Deshalb ist es sehr wichtig, diese Beziehungen auch in der Zukunft zu stärken.